An einem schönen Tag im April 1978 war in Höchst am Main der Stapellauf unserer neuen Neptun 20. In der Griesheimer Schleuse muss man schon kräftig kurbeln, um den Schieber aufzubekommen. Unsere erste Ausfahrt endet an der Offenbacher Schleuse mit Kaffee und Kuchen, nachdem Claudia bereits einmal ins Wasser gefallen war. In den Sommerferien 78 geht es mit unserer neuen Neptun 20 Richtung Süden an den Gardasee, hier bei einer Rast an der Autobahn.
Unser Ziel, den Gardasee, haben wir erreicht und das Boot glücklich zu Wasser gebracht. Es kann losgehen. Doch halt, zunächst müssen wir Flaggenparade machen, wie es die Seemannschaft vorschreibt. Isola de Garda, die größte Insel im See, ist leider in Privatbesitz und darf nicht betreten werden. Salo ist ein schöner Ort am Gardasee. Hier wollen wir einen kleinen Einkaufsbummel machen. Thank you.
Riva del Garda ist der nördlichste Ort am Gardasee. Im Yachthafen wird geruhsam gefrühstückt, bevor wir uns auf die Socken machen. Am östlichen Seeufer haben wir Anker geworfen zu einem Badeaufenthalt. Dieses wird auch kräftig ausgenutzt. Hinter dem Kastell von Riva haben wir festgemacht und Claudia bekommt gleich fachmännisch die Haare geschnitten. Das Kastell war früher eine österreichische Garnison, der Innenhof ist schön bemalt. Thank you.
Garda, die Perle des Sees, wird überragt von einem Tafelberg. Diesen wollen wir besteigen, um einmal auf den See herabzuschauen. Der südliche Teil des Sees ist relativ flach. Das Wasser hat eine Temperatur von 24 Grad Celsius und ist noch recht sauber. Hermione ist eine alte Stadt im Süden des Gardasees. Sie liegt auf einer Halbinsel, die weit in den See hineinragt. Auf der Spitze der Insel stehen die Grotten des Catull, die Überreste einer alten römischen Villa.
Das Wetter ist schön, die Mannschaft liegt faul in der Sonne. Da kommt Wind auf, ein Pfiff des Kapitäns bringt die Mannschaft dazu, Segel zu setzen.